Yo, was geht ab? Wir haben jetzt die Videos gefunden, wo Barello und Yasser zum Aufruf aufgerufen haben, ne? Also deutsche Nähe anscheinend zu zerstören, die Stars, Digga, Läden zu zerstören, so wie es in Frankreich, das war dieses Jahr in Frankreich, ne? Boah, wer das mitbekommen hat, Digga, das war echt ein Film, Alter, ne? Ohne ja, Spaß. Frankreich war wirklich Frankreich war, Digga, wegen diesem einen Jungen, der erschossen wurde von der Polizei. Was da passiert ist in Frankreich, unglaublich, Digga, ne? Und das wollten Barello und so anscheinend hier auch erreichen, aber Bruder, schwierige Angelegenheit auf jeden Fall. Viel deswegen, Erfolg, Barello mit Duldung und solche Aussagen tätigen. Schwer. Weiß ich nicht, Digga. Deswegen, wir gucken uns das mal alles an und abonniert. Werten mal die Aussagen. So, warte mal, Kamera muss hier unten. Wenn wir alle rausgehen und alle Läden kaputt machen und alle Sachen kaputt machen, dann hören die auf. Weil die denken dann, es wird alles kaputt. Ja. Lieber hören wir mit Krieg auf. Ja, ja, wenn die alle so kaputt machen, Digga, geht's den Leuten drüben besser, Digga. Hat er auch alles richtig gesagt. Auf, lieber, sonst wird alles kaputt in Deutschland. Indem er hier raucht und hier auf Kamera kommt. Nein, Wallah, nein, da hört Krieg nicht auf. Wallah hört nicht auf. Stark. Hä? Was daran stark? Einer dümmer als der andere. Digga, das ist wirklich, das ist nicht stark, ehrlich. Einer dümmer als der andere. Guck mal, das ist echt auch noch stark. Das ist echt alles. Aber warte, vielleicht ist ja auch. Vor allem, ich glaube, die Leute vergessen auch noch, wir leben hier, ne? Das ist nicht so, du bist eine Woche hier und nächste Woche bist du weg. Aber vielleicht ist er auch auf Chat eingegangen, ich weiß nicht, ob er jetzt stark zu Barellos Aussage gesagt hat oder. Ja, wenn man das. Warte, guckt keiner, weil wir sagen, nee, Polizei lässt ja, aber okay, warte, lass mich einen Satz sagen. Scheiße, der nickt und so, ja, scheiße, Mann, was reden die denn da alle? Zu viel. Einen Satz sagen. Stark. Du und ich haben genug Reichweite, lass ein Demo machen in Berlin. Wir machen alles kaputt, was wir sehen. Du machst... Ich sag dir ehrlich, guck mal, man kann eine Demo machen, aber in Frieden. Mann, eine Demo, du machst alle, wir machen alles kaputt, was Problem, wir sehen. Das ist das Problem, Digga. Das ist eine Aussage, die kannst du so nicht tätigen, Digga. Ehrlich, das geht nicht. Also Digga, Mann, was wollt ihr denn erreichen, Digga? Ja. Ja. Damit erreichst du auch nichts, außer du stiftest halt noch mehr Hass, ne? Junge, Barello ist auf Duldung, der vergisst das. Geht nicht. Der will auch, dass AfD-Zahlen steigen. Sei mal das ehrlich. Ist ganz gute Werbung für die, ne? Ja, das ist nur. Das ist wenn nur die sowas sehen, Digga, die machen ein Werbevideo draus, die schneiden das zusammen, wie irgendwelche ausländischen Leute irgendwas kaputt machen. Und ja, haben die auch die Stimmen, ne? Ja. Geht ganz einfach. Ich schwöre, geht einfach. Digga, das ist so ein. Also, du gibst dir eine Vorlage, die müssen nur das Tor schießen, so. Also, man muss auch sagen, es gibt viele Vorlagen, aber das jetzt? Ja, das ist schon sehr dumm. Ach, Junge, ja. Alle Läden kaputt, damit die, die Krieg machen, nichts zu fressen haben. Du greifst deine Leute an. Du machst alle Sachen kaputt. Damit die einzigen, die dann nichts mehr zu essen haben, sind dann die Bürger, die nicht den Krieg führen. Ja. Weil die, die den Krieg führen, haben was zu essen. Nein, lass mich doch aus. Alles kaputt machen, dann werden die aufhören. Weil durch Muslime, die meisten, die was zu fressen haben wegen Muslime, weil Muslime gehen arbeiten. Wir sind mit dem... Alle gehen arbeiten, nicht Bruder, nur... Bruder, ich schwöre, ich verstehe diese Aussagen gar nicht, nicht Digga. Nur Muslime. Ich glaube, der war echt besessen, ja? Jetzt verstehe ich, warum er zurückgezogen ist. Der ist immer noch besessen, glaube ich. Ja, ich verstehe, warum er zurückgezogen ist. Alle gehen arbeiten, nicht nur Muslime. Mitarbeiter, Wallah, wir müssen alles aufhören. Wir müssen alles boykottieren. Und alles geht kaputt. Durch Muslime also, werden die alle reich. Oh, Bruder, was, Digga, was sind das für Aussagen, die er tätigt, ja? Ich schwöre, das sind Aussagen, Digga, ich verstehe. Also, Digga, das sind die schwachsinnigsten Aussagen, die ich jemals gehört habe. Ich werde auch krank, so. Wenn Bruder. Ich sowas höre, werde ich auch krank. Wir Muslime sind stärker, Wallah. Mit Worten kann man nichts bezwecken. Verstehst du, was ich meine? Das Ding ist, man darf ja auch nicht vergessen, ein Barello hat halt eine große Reichweite, ne? Er hat halt eine große Reichweite, womit er auch Leute beeinflussen kann. Glaub mir, manche Leute, die nehmen das schon ernst, was er sagt, Digga. Wir zwar nicht, aber es gibt... Glaub mir, der hat das auch ernst gemeint, als er das gesagt ja, hat. Ja, das glaub, kann auch sein. Aber auf es jeden gibt auch, Fall. Es gibt auch Leute, die nehmen sowas auch auf jeden Fall ernst, ne? Gut, dass wir einen gesunden Menschenverstand haben und wissen, Digga, der Typ ist durch, den sollte man nicht ernst nehmen. Aber es gibt Leute, die lassen sich von sowas beeinflussen und nehmen das auch ernst. Heftig, guck, Alter, ja. Dann entstehen solche Beiträge, ne? Arabische YouTuber rufen zum Krieg und der Zerstörung Deutschlands auf. Das ist richtig. Ich frage mich, wie das geht, ohne dass BKA, Polizei und der BRV einschreiten. Digga, das was ist... Was ist BRV? Bund? Drück mal drauf. Weiß ich nicht. Guck mal kurz. Bundesamt für Verfassungsschutz. Ah, Verfassungsschutz, genau. Okay. Ja. Ja, okay. Weil, Digga, wenn du sowas sagst, Digga, du bist immer auf dem Schirm von der Polizei und so. Ne? Klar. Verfassungsschutz wird ihn jetzt beobachten, aber ich glaube, die werden noch reinlaufen. Ja, ja, das kann also ich sein, denke, ja. Da wird auf jeden Fall demnächst bei Barello die Tür knacken. Das kann ne? echt sein, ne? Wenn du solche Aussagen tätigst, Digga, in Deutschland sowas geht schnell, Digga. Ja. Sowas geht schnell. Wie viel, bei wie vielen Rappern sowas schon passiert ist, ne, dass irgendwelche Verfassungsschutzleute oder SEK oder so bei denen eingeschritten sind, weil die irgendwelche Aussagen getätigt haben? Auf künstlerische Freiheitsbasis, so.
Ja, wenn nicht, dann hat er... Ich kann mir nicht vorstellen, dass nichts passiert, was sie jetzt in Ruhe lassen. Weil das wird schon wirklich Druck machen in den Medien. Wird das noch Dampf machen? Wie lange ist das her? Das ist doch nicht mal lange her. Das ist nicht lange her. Das ist zwei Tage. Warte ab, jetzt geht auf jeden Fall da. Ich habe das auch gar, also ich hab das gar ich hab nicht auch nicht mitbekommen. Ich habe erst heute gesehen. Krass. Ich habe heute gesehen. Guck mal, 1,5 Millionen Aufrufe auf Twitter. Deswegen, wir gucken mal, Digga. 10.000 Likes. Was in dem Video noch gesagt wird. Wir ficken euch alle, Juhu! What? Oh, der ist direkt auf Ausraster, ja, chill mal. Hurensöhne, ihr. Jeder, der sich einmischt in unserem Leben. Wir werden alle sterben. Aber nur wie? Das ist der Unterschied, Bruder. Wie werden wir sterben? Ich bin 10 Minuten entfernt. Ich gehe jetzt wieder da rein. Und was? Bruder, was soll ich denn dazu sagen? Sag mal ehrlich jetzt. Sag bitte, also was soll ich jetzt dazu sagen? Ich sag besser nichts, versprochen. Besser, ich sag nichts. Was passiert? Bruder, du... Was die wollen! Nur mit Worte. Worte können dir nicht weiterhelfen. Wallah, mit Worte hilfst du nicht weiter. Nein, Bruder. Wenn wir alle rausgehen und alle Sachen kaputt machen, dann hören die auf. Weil die denken dann, es wird alles kaputt gehen. Lieber hören wir mit Krieg auf. Achso, das ist jetzt... Ja, ja, das zusammengeschehen. Jetzt kommen nur noch die aus, oder? Warte. Nee. Lieber, sonst wird alles kaputt in Deutschland. Indem er hier raucht und die auf Kamera kommen. Nein. Wallah, nein. Da hört... Okay. Ja, was zusammengeschnitten, warte. Ja, nein, er hat neue Aussagen getätigt. Nein, das hat er auch davor gesagt. Ehrlich? Ja. Alle Läden. Yeah. Ja, okay. Ja, okay, das ist nur zusammengeschnitten, das Ding, okay. Ja, ihr merkt auf jeden Fall, die Lage ist ziemlich angespannt. Ich bin auch gespannt, was da alles passieren wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs so ohne Strafe davon kommen. Ja, also, ja, und ey, ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, was ihr darüber denkt. Aber warte, bitte, was ich sachlich auch gucken will, bleiben. Was ich bitte euch in den Kommentaren, sachlich zu bleiben. Wir wollen nicht, ich sage nichts, ihr merkt, wir sagen selber nichts. Siegen, locker, ganz entspannt was sagen, ohne beleidigen und in der Ruhe. Ich will mal gucken, ob man mit Duldung abgeschoben werden 100%. Kann. 100%. Eine Duldung beseitigt die Ausreisepflicht, also nicht, sondern unterbricht sie nur bis zu einem bestimmten Zeitraum. Wenn ihre Duldung abläuft, ungültig wird oder widerrufen wird, können sie in der Regel abgeschoben werden. Okay, das heißt, man kann in Barellos Fall, weil er eine Duldung hat, abgeschoben werden. Ihre Abschiebung kann dann sofort ohne weitere Abschiebungsdrohung durchgeführt werden. Okay, krass. Sofort. Jetzt verstehe ich, warum er die ganzen Aussagen von Media wieder zurückzieht, Digga, weil der wird bestimmt von irgendjemandem beraten. Irgendjemand hat ihm irgendwas gesagt, Digga, weil das, was er gesagt hat, ist ja nicht schlau, ne? Ja, natürlich, aber das, wie kann Barello, also, auch wenn du keine Duldung hast, sind die Aussagen nicht schlau, weiß ich meine. Auf jeden Fall. Das ist ja scheißegal, ob du Duldung hast, deutschen Pass hast oder keinen deutschen Pass hast. Das macht halt einfach keinen Sinn, was die da sagen. Das macht halt echt keinen Sinn. Und Barello hat halt wirklich, der ist wirklich gerade am Sitzen und der hat Dampf unterm Hintern und siehst, die anderen machen sich lustig über ihn. Keiner wird mit dir gehen. Er wird ganz alleine gehen. Das ist das Ding. Keiner wird mit ihm gehen. Ganz alleine wird Barello gehen. Und du siehst, wie die sich dann darüber lustig machen und so. Und der Junge, ich glaube nicht, dass er gehen will. Deswegen, Jungs, kommentiert auf jeden Fall, was ihr über diese ganzen Sachen denkt. Ne? Das sind auf jeden Fall sehr schwierige Aussagen, die Jungs da getätigt haben. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, abonniert uns, liked das Video, aktiviert die Glocke. Bitte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Haut rein. Ciao. Peace.